Guten Morgen aus Berlin und schönen guten Morgen, Frau Dröge, zum Frühstart. Guten Morgen. Ja, wir haben es gerade gesehen, ein Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Mal völlig unabhängig davon, ob es jetzt die Israelis waren oder die Palästinenser selbst. Nach diesem Vorfall muss sich die deutsche Position in diesem Konflikt ändern? Die deutsche Position ist sonnenklar und aus meiner Sicht auch absolut richtig. Wir stehen in dieser schweren Zeit an der Seite Israels, denn Israel ist völlig einseitig angegriffen worden mit unfassbarer Brutalität von der Terrororganisation Hamas. Und die Hamas zielt übrigens genau auch darauf ab, dass in der Folge auch zivile Opfer entstehen können. Sie nutzt ja ihre eigene Bevölkerung ganz bewusst als Schutzschild, als Einsatz auch in diesem Krieg. Baut Tunnel unter zivile Gebäude, versteckt sich dort, hat Waffenlager dort. Also das ist die Strategie des Terrors, die die Hamas hier an dieser Stelle voranträgt. Und natürlich ist es furchtbar, wenn ein Krankenhaus, ein Ort, wo Leben gerettet werden sollen, getroffen wird und dort viele zivile Opfer zu beklagen sind. Es ist allerdings auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die israelische Regierung gesagt hat, dass nach ihren Erkenntnissen der islamische Dschihad verantwortlich ist, damit man dieses Spiel des Terrors, was die Hamas gerade betreibt, nicht selber mitträgt. Dennoch gibt es dieses Spiel jetzt und die Ereignisse nehmen zu an Dramatik. Mal völlig unabhängig davon, dass es sicherlich Argumente für die Haltung gegenüber Israel gibt, muss man der israelischen Regierung, vielleicht als deutsche Regierung nicht, aber trotzdem jetzt klar machen, haltet euch zurück, vielleicht auch mit einer möglichen Bodenoffensive, denn man sieht ja, dass das Ganze auf eine gefährliche Rutschbahn gerät. Auch das ist übrigens Teil der Strategie der Hamas, dass jetzt, wo Israel sich wehrt gegen diesen völlig einseitigen Angriff auf die Sicherheit und das Existenzrecht des Staates Israels, dass die Debatten darüber geführt werden sollen, was tut Israel jetzt auf dem Weg dahin, die Hamas zu besiegen. Und es ist ausgerichtet darauf, die Unterstützung gerade in der Region, die vorsichtige Annäherung, die es gab zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten, zu unterminieren. Und deswegen haben wir alle in der letzten Debatte im Deutschen Bundestag gesagt, unsere Solidarität Israel gegenüber muss sich auf der Strecke beweisen, gerade jetzt, wenn Israel sich verteidigt. Und natürlich verteidigt sich Israel im Rahmen des Völkerrechts, das tun Demokratien. Und natürlich setzt sich die deutsche Bundesregierung dafür ein, dass der Schutz der Zivilbevölkerung in dieser Zeit so gut es geht auch gewährleistet wird. Wir werben für humanitäre Korridore, wir werben für Safe Spaces für die Bevölkerung und auch für humanitäre Hilfe an dieser Stelle. Aber das darf nicht verwechselt werden damit, dass Israel unsere volle Unterstützung gerade jetzt hat und braucht. Das heißt, Sie sagen, Deutschland muss Israel so oder so Rückendeckung geben, wie auch immer es reagieren möchte? Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich zu verteidigen, auch gegen Angriffe von Terrororganisationen. Und wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, dann muss das etwas meinen, gerade in einer Zeit, in der die Sicherheit des gesamten Staates Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger so unter Druck gerät, so in Frage gestellt wird. Und das gerade aus unserer Geschichte heraus, denn der Staat Israel wurde unter anderem gegründet, weil Juden in ihrer Geschichte immer wieder verfolgt und aufs Schlimmste ermordet wurden. Es ist im Holocaust unvorstellbarer Art und Weise gegipfelt und deswegen ist das Teil unserer deutschen Staatsräson. Es gibt jetzt nach diesem Krankenhausangriff auch noch mal deutlich massivere Proteste unter Muslimen in muslimischen Ländern, aber auch hier bei uns in Deutschland. Die Polizei konnte auch gestern wieder Demos, Ausschreitungen hier, vor allen Dingen in Berlin, nicht verhindern. Ist der Ansatz der Ampel, mit Vereinsverboten zu drohen, also jetzt schon gescheitert? Überhaupt nicht. Vereinsverbote sind absolut wichtig und wir Grünen fordern sie auch schon seit vielen Jahren. Wir müssen deutlich machen, dass Antisemitismus keinen Platz in dieser Gesellschaft hat. Aber das schaffen Sie offensichtlich nicht. Es sind wieder Hunderte auf der Straße gewesen. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite die Vereine, die sich organisieren, um genau diese Propaganda voranzutreiben, auch zu verbieten. Und auf der anderen Seite geht es um Versammlungen und da gibt es dann genehmigte Demonstrationen, die können und müssen verboten werden, wenn sie antisemitischen Inhaltes sind. Spontane Versammlungen, dort muss die Polizei einschreiten, wenn antisemitische Inhalte vorangebracht werden. Das tut sie aus meiner Sicht auch und das muss sie mit jeder Entschlossenheit, denn unsere Botschaft ist da unmissverständlich. Das werden wir nicht dulden in diesem Land. Trotzdem kommt das immer wieder vor und es wird größer und es wird gewalttätiger. Wer auf so einer verbotenen anti-israelischen Demo mitmacht, wo Hamas-Taten verherrlicht werden, wo es Antisemitismus gibt, wenn da ein Mensch kein deutscher Staatsbürger ist, muss der dann ausgewiesen werden? Es ist auch schon jetzt Bestandteil des deutschen Rechts, dass wenn Menschen sich im Asylverfahren befinden und sie antisemitische Straftaten begehen, dann ist das ein Grund, der Abschiebungen befördert. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig, weil man, wenn man hier lebt, sich auch an unsere Grundwerte halten muss. Was ist mit denen, die schon da sind, die schon längst anerkannt sind?
Für die gibt es das deutsche Recht, an das sie sich halten müssen. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, aber im Rahmen von Abschiebung wird das jetzt schon geprüft. Aber mit den Menschen, die jetzt schon da sind, die sollen hier bleiben, auch wenn sie Antisemitismus auf der Straße predigen? Wer eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, kann die nicht einfach so aberkannt bekommen. Aber da werden wir unmissverständlich klar machen, dass wir das nicht dulden. Und dafür ist das deutsche Recht auch da. Apropos Recht, die Strafen bei Volksverhetzung. Gibt es auch einen Vorschlag aus der Union, die hochzusetzen? Weil offensichtlich kommt es ja vor auf diesen Demos. Mindeststrafe liegt bei 3 Monaten. Müsste das nicht steigen aus grüner Sicht? Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat diesen Vorschlag auch noch mal gemacht, zu prüfen, ob der Volksverhetzungsparagraf an dieser Stelle verschärft werden sollte. Er ist erst im vergangenen Jahr verschärft worden, aber wir sind sehr offen dafür, uns alles auch noch einmal genau anzuschauen. Heißt? Dass wir diese Prüfung jetzt machen werden, ob es Dinge gibt, die noch nicht geregelt sind. Und ich würde dieser Prüfung nicht vorwegnehmen, aber ich finde es richtig, sich alles in dieser Zeit anzuschauen. Aber wenn Sie das jetzt sehen, müssten Sie nicht viel offensiver auch als Grüne mit einer Position hervortreten, anstatt zu sagen, wir warten eine Prüfung ab? Also wir Grünen haben wirklich sehr unmissverständlich und das übrigens schon in der Opposition deutlich gemacht, dass wir alle Mittel des Rechtsstaates ergreifen werden, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Deswegen haben wir so früh auch die Vereinsverbote schon gefordert, die überfällig sind. Wir haben immer wieder gesagt, der Schutz der jüdischen Einrichtungen in Deutschland muss absolute Priorität haben, muss erhöht werden und der Rechtsstaat muss mit seinen Mitteln gegen Antisemitismus vorgehen. Da sind wir ganz, ganz klar. Frau Drüge, vielen Dank für den Frühstart. Ich danke Ihnen. Damit zurück zu euch nach Köln.